Achieved with CryEngine. Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Es geht ins alte Rom. Endlich mal ein Game mit ganz anderem Setting und das Ganze hier auf der Xbox One. Das allererste Mal, dass ich dieses Game hier gestartet habe, deshalb ein bisschen Geduld mit mir haben. Jetzt schauen wir mal, Einstellungen. Was gibt es hier? Audio, Untertitel. Brauchen wir, glaube ich, nicht. Ne, weiß nicht, schauen wir mal. Die Musik wird ein bisschen leiser. Ich glaube, das ist ein Game, wo die Musik sicher nicht schadet. Zwecks der Spannung und zwecks dem ganzen, ja, Ambiente. Untertitel haben wir jetzt. Ja, wir lassen es mal vorläufig sicherheitshalber an. Wir schauen, was da kommt. Steuerung. Gibt es ein paar Settings, Zielen, Bewegen, Verhöhnen. Antippen, Schnellwurf, okay. RT zielen, Pilum werfen, hinrichten, Fokus benutzen. Stoßangriff, Schwertangriff, ausweichen. Y, X, B und A ist abwehren. Trank verwenden, Hinrichtungsbelohnungen, Kampagne. So, Spiel. Kamera vertikal. Habe ich umgekehrt. So, was haben wir noch? Kann man horizontal ist normal. Gut so. Zurück. Sollte an und für sich alles passen. Und somit starten wir in die Kampagne. Was gibt es hier noch weiter? Smart Match, Mehrspieler. Hinrichtungen. Hinrichtungen verbessern. Ah, das schauen wir uns mal an. Wir legen einfach gleich mal los. So, ist die Frage, was macht man denn da jetzt? Nachdem das erste Game dieser Art für mich ist, werde ich einmal auf Soldat spielen und später wird es sicher mal im Legendär dann auch Thema sein. Dann schauen wir, was uns hier Crytek präsentiert. Die ersten Reviews sind ja für dieses Game schon da und die sind, naja, sagen wir mal, eher bescheiden. Eigentlich nicht so, wie es man irgendwie sich gedacht hätte für dieses Game. Aber sei es wie es sei. Ja, grafisch wieder eine ganz feine Sache, da brauchen wir nicht reden. Er ist hier. Götter, steht mir mal. Er will mich töten. Er ist hier. Hier, helft mir! Hilfe! Ja, die Untertitel können wir uns sparen. Oh, da geht's gleich episch zur Sache. Beschützt euren Kaiser! Ich, Nero, Augustus Germanicus, befehle euch, euren Kaiser zu beschützen! So, ich nehme an, wir werden hier gleich ins Gemetzel reingeworfen. Oh, da geht's gleich brachial zur Sache.
Oh, und das wird wohl meiner sein. Großes, großes Kino. Ach du Heiland. Centurio Severus, zu mir! Stelle dich am höchsten Ort, auf den du findest. Wenn die Barbaren ihn sehen, fliehen sie. Der Sieg wird unser sein. So, noch habe ich nichts zu tun, aber ich denke, jetzt komme ich ins Spiel, um Angriffe abzuwehren, Y, um Gegner wegzustoßen, sehr schön, X, um einen Angriff mit dem Schwert, drücke Steuerkreuz unten, um den Vorteil Regeneration auszuwählen. Vorteile legen fest, welche Belohnungen du erhältst, benutze das Steuerkreuz, um Vorteile auszuwählen. RT, um Gegner mit geringer Gesundheit hinzurichten. Y. X. Wie du merkst, hast du nach jeder Hinrichtung Gesundheit regeneriert. Und da gibt es auch schon den ersten Erfolg. Blut geleckt. So. Jawohl, und der nächste, der hingerichtet wird. Runter mit dir. Oh, oh, oh. Hab schon den ersten Erfolg bekommen. Oh, oh. Ach, Moment. Wie war das mit Abwehren? Jawohl, so geht das. Und ab mit dir übers Geländer. Oh, das läuft wirklich feinstens. Die Barbaren nähern sich den Palasttor. Wir müssen ihnen zuvorkommen und sie zurückhalten. Durchbricht die Angriffsformation. Weg damit, jawohl. Durchbrecht ihre Reihe. So, komm her, Bursche. Und ab die Post. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es einen Unterschied macht, was ich drücke. Halte LB gedrückt, um die Römer zu befehligen. Salve abfeuern. Oh, das hat gesessen. Ja, phänomenal ist, was man hier sieht, was sich hier alles bewegt und tut, und das Ganze läuft komplett flüssig. Schaut wirklich austrein aus. Wie steht's um die Verteidigung, Soldat? Der Großteil der 18. ist immer noch Kampf. Wir verfügen über 3 Hilfseinheiten. Skorpios, Bogenschützen und Katapulte. Organisiere die Verteidigung. Sichere die Palasttore. So, Linien bilden. Befehle deinen Soldaten, die Lücke zu schließen und die rechte Flanke zu sichern. Du wirst die linke Flanke mit deinem Skorpio beschützen. Bildet eine Linie.
feindliche Barrikade. Halte RT zum Heranzoomen gedrückt und lass zum Feuern los. Zerstöre leuchtende Gegenstände, um Gegner in der Nähe zu schaden. Verstanden. Uah, die Steuerung ist ein bisschen waghalsiger. Ja, ich bin eh schon dabei, aber ich stelle mir ein bisschen dämlich an. Oh, da oben ist einer, ne? Den ich nicht mag. Warte mal, da kann ich vielleicht diese roten Dinger da. Ah ja, die brennen dann schon. Jawohl. Ah, das geht ja wunderbar da. Hat doch einen Erfolg abkassiert. So kann ich dann auch mehrere Sachen gleichzeitig machen. Ziele Befehl den Katapulten auf die Position zu feuern. Und dann feuert. Ja, aber da fliegen jetzt die Fetzen. Betritt den Palast. Na gut, die werden uns dann schnappen, oder? Drücke, um das Verbesserungsmenü zu öffnen. Du hast jetzt genug Ehre, um deine erste Verbesserung zu kaufen. Na, schauen wir mal. Fähigkeitsverbesserung. Gesundheit, Fokus, Zuwachs, Kampf. Hm, Gesundheit ist aber sicher nicht schlecht. Wo sehe ich denn, wie viel Kohle das ich habe? Hm, Rang 0. XP 7486. Gesundheitskapselverbesserung. Rekrut, was haben wir da? Gesundheitskapsel, Gesundheitsverbesserung. Aktuell 7. Aha, die Erfahrungspunkte kann ich da nehmen. Mit Ehre kaufen, bitte. Kosten 1000, verbleiben 5 hier. Mit Ehre kaufen, jawohl. Was gibt es da noch? Sonst noch? Kampf? Was haben wir da? Verbesserung brennender Adler. Rekrut, da hol ich es nicht mehr. Oh, da können wir ordentlich. Halt. Jetzt ist es vorbei. Na, da könnten wir jetzt wieder was dazu kaufen. Nö, das wollen wir nicht. Zurück zum Spiel. Zack. Ah, genial. Macht man einfach weiter, ja. So, dann haben wir alles. Obwohl ich noch immer nicht sehe, von wo ich jetzt das Geld hernehme. Wieso kann das nicht aussehen? Wo sehe ich das? Mann, oh Mann, da bin ich noch ein bisschen blind. Da oben habe ich 486, kostet 1000. Ah, jetzt sehe ich es da ganz rechts oben ist das. Das kostet 4000, das geht ja alles nicht mehr aus. Da bin ich jetzt blank. 1000, 7000, nö, ist aber nichts mehr. Wurscht, zurück zum Kampf. Wenn ich denn jetzt wieder zurückkomme. Spiel fortsetzen. Ah, da muss ich drücken. Gut so. Hörst hier, helft mir, ich befehle es euch. Mein Kaiser, die Palastverteidigung ist durchbrochen. Dann schauen wir uns mal die Erfolge an, die ich da jetzt abkassiert habe. Da. Was haben wir jetzt bekommen? Spielclip aufgezeichnet. Moment, den wir uns mal anschauen. Den Spielclip, was ist da passiert?
Das kann man alles während des Game machen. Das ist wirklich genial, oder? Während ich hier zocke, zack, schnell ins Upload-Studio, mal geschaut, was er jetzt aufgezeichnet hat. Kann man natürlich dann bearbeiten auch noch und so weiter. Mal schauen, wie schnell das geht, ob es so wirklich funktioniert. Braucht ein bisschen, wie es ausschaut. Aber das macht nichts. So. Was macht jetzt? Ah, siehst du das? Da sehen wir jetzt. Okay, zurück zum Game. Ja, genial, oder? Ihr müsst an einen sicheren Ort. Sicher? Wir sind nirgends sicher. Wir bringen euch in Sicherheit. Zu euren Gemächern? Meine Gemächer? Nein, nein! Die Gruft! Hier lang! Los, jetzt! Warum ist die Tür... So, schauen wir, dass er sicher hinkommt. Da ist jemand drin! Ich glaube, du solltest sie vielleicht öffnen. So, wo ist denn da wer? Drücke Steuerkreuz rechts, um mehr EP für Hinrichtungen zu bekommen. Na dann. Wechsel zwischen X und Y, um Gegner zum Ausweichen zu, um Gegner am Ausweichen zu hindern. Ich sollte mal um einen Gegner kümmern, nicht gleich alle drei da angehen. So, bei der nächsten Hinrichtung möchte ich mal absichtlich mal verkehrt drücken, dass wir mal sehen, was da wirklich passiert oder ob da nichts passiert. Aber sonst sind die Kämpfe eigentlich relativ cool, weil man da nicht so viel Tasten braucht. Jetzt drückt man ja was anderes. Ah, okay, schau. Noch mal was anderes. Drücken wieder richtig. Ja, ich weiß nicht so hundertprozentig sicher, ob es wirklich einen Unterschied macht. Ob man das drückt, was man drücken soll oder nicht. Du verfügst über 4003 Drücke zum Verbessern deiner Fähigkeiten. Erneut versuchen, Fähigkeitsverbesserung. Du wurdest getötet. Eieiei. Ja, trotzdem noch ein bisschen unübersichtlich für mich, weil sich so viel rührt, aber es geht an und für sich recht gut zum Steuern. Man braucht im Prinzip nur die XYB und A-Taste also, und schaut einfach herum. Also es geht relativ easy. Relativ eben. Aber es macht einen heiden Fun noch. Die Frage ist, wie die Motivation auf Dauer dann ist, ob es nicht irgendwo zu langweilig wird. So, gib mir ein Bild. Aber ich denke, es ist immer eine tolle Sache, wenn es einfach ein anderes Setting gibt. So, wie schaut es aus? Was passiert jetzt? Ich sehe nichts. Die Musik dudelt zwar leise im Hintergrund, aber das Bild bleibt schwarz. Seht hier Kampagne jede Menge. Die Anfänge 66%. Also könnt ihr mal schauen, ob ich irgendwas kaufen kann da. Fähigkeitsverbesserung, ich habe doch 4103. Da müsste doch mit 4000 geht gar nichts, gell? Doch, da kann ich was machen, schau. Jetzt habe ich 3100. Ja, das mehr geht eh nicht momentan da, weil das kostet alles weitaus mehr. Das kostet 10.000, na, okay. Ja, da geht aber nichts weiter, weiß nicht warum. Ich kann drücken, was ich will. Und gehe einfach auf den letzten Speicherpunkt und probiere es einfach von da nochmal.
Was hatten wir schon? Ich glaube, da bin ich in einem Bug gelandet. Aber vielleicht ist es das Zeichen, mal hier eine Pause zu machen nach der ersten Runde Son of Rome. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Ich hoffe, dass es beim nächsten Mal hier weitergeht oder ja, es bleibt beim schwarzen Schirm. Bin gespannt, werden wir sehen. Also gut, das war's. Danke. Tschüss, ciao. Euer Bitwalker.